Ich mache mir mal Notizen, dass ich das nicht vergesse. So, dann, na doch, die Badtür. Ja, die beiden kleinen Sachen unten können wir nicht, haben wir keinen Bezug zu. Das geht nicht. Das ist außerhalb unserer Reichweite. Dann da hinten die Ecke. Und der Zitronenbaum. War's das? Nee, da unten noch. Okay. Das ist wahrscheinlich der, der jetzt hier ist. Okay. Gut. Aber ich finde es doof, dass man da jetzt nicht nochmal speichern kann. Boah, es ist echt scheiße unheimlich. Fuck. Geh weg, geh weg, geh weg. Oder muss der sich innerhalb der Löcher befinden? Aber wie soll denn das gehen? Können wir hier noch irgendwie? Nee. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Was? Wieso klopft es jetzt? Verdammt, ich bin hier beschäftigt. Hallo, hallo, ich brauche Hilfe. Was zur Hölle? Kommt da gerade ganz viel Blut aus dem Lüfter raus? Was passiert da? Oh, da ist verdammt viel Blut. Hallo? Wow. 23.09. Ich glaube, du warst heute nicht auf Arbeit. Okay. 6 Stunden. Was? Verdammte 6 Stunden ist es her, seit ich dieses Apartment nicht mehr verlassen kann. Das kennen wir auch irgendwo her. Die Tür ist verschlossen, ich kann sie nicht öffnen. Wieder meine Hilfeschreie hörte jemand. Wo bin ich nur? Ich kann mich nur noch an diese Gestalt erinnern. Es klopfte an der Tür. Ich öffnete. Mein Kopf, er tut so weh. Ich hätte das Apartment verlassen sollen. Jetzt ist es zu spät. Was ist das? Eine Buchseite? Ein Brief? Ich habe es gewusst, von Anfang an. Ich habe mir geholfen. Nun muss ich nur noch die Antwort finden. Sie ist versteckt in diesem Buch hier. Geht's dir gut? Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Nee, das ist keine gute Frage, so ein Quatsch. Es geht ihm nicht gut. Boah, der Sound ist krass. Das mache ich nur mit dem Notenpapier und diesem seltsamen Buch. Aha. Okay, nee, Moment. Das seltsame Buch muss ich mir erstmal angucken, in aller Ruhe. Schon wieder so ein Zettel. Es ist vorbei. Okay. Zur Hölle? Was soll das? Ja, die Uhr ist schneller geworden. Krasse Scheiße. Ich würde sagen, wir befinden uns nicht mehr in der Realität. Das ist im Moment unwichtig. Ach so. Das heißt, ich kann dieses mysteriöse Buch gar nicht anders betrachten als durch dieses Notenpapier hindurch? I see. Okay. Das wird wahrscheinlich der Name irgendeines Dämons sein. Ja, soll ich das jetzt... Ja. Was steht da? Succubus?
Das Wort habe ich doch schon mal gehört, doch wo stand das? Tatsächlich. Ja, okay. Als ich das Video sah. Okay, Succubus war im zweiten Dämonentagebuch, Dämonenbuch. Genau. Da steht es, Succubus, ein Dämon? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Diese Bücher sind diese verdammten Bücher. Ja, okay. Du kannst nicht gehen. Es ist vorbei. Wer ist da? Die Frage ist doch eher, wer bist du? Ich? Wer zur Hölle ist da? Du? Was bist du? Ich bin du. Und du bist ich. Was? Du hast es hier alles gemacht? Du bist dieser Dämon und nun? Was willst du? Hast du es denn nicht verstanden? Hast verstanden? Du bist dieser Dämon. Ich? Nein. Du bist der Dämon. Er selbst ist der Mörder. Was? Du sollst ich sein und ich soll du sein. Außerdem soll ich der Dämon sein? Verdammt, was soll das? Was willst du? Was willst du hier? Ich soll einen weiblichen Dämon in mir haben? Der sieht jetzt nicht sonderlich weiblich aus, finde ich. Nein, der Dämon ist nur deine Persönlichkeit. Der Dämon hat nur deine Persönlichkeiten geteilt. Der Succubus selbst ist in mir. Aber du bist ein Teil von mir. Und nun, was willst du? Ich will nach Hause. Aber um diese Welt zu verlassen, brauche ich eine 7 und eine letzte Seele. Eine siebte und letzte Seele. Was haben diese Bücher für eine Bedeutung? Wer sind die Myers und Jeremy Christoph? Und wer, was ist das für ein Mörder und was hat das alles mit mir zu tun? Du hast wirklich nichts verstanden. Jeremy Christoph und Karl Myers haben dich gejagt, den Dämon. Doch sie kamen nicht damit klar und wurden suspendiert. Jeremy ist nach Schottland gegangen, er hat den Druck nicht mehr ausgehalten und hat sich eine Kugel zwischen die Augen gejagt. Die Waffe mit der letzten Kugel, stand das nicht in seinem Tagebuch? Karl hatte als letztes das fünfte Opfer gesehen, diese Hure, du warst in ihrem Körper. Dann bist du, Dämon, auf Karl übergegangen. Warum hatte er sich wohl erhängt? Er hat es nicht mehr ertragen. Somit stand das sechste Opfer auch fest, aber ich brauche nun 7 Opfer. Aber wieso hat sich der Kerl umgebracht? Wegen seiner Affäre? Er hatte niemals eine Affäre. Er war der Dämon und das sechste Opfer. Der Dämon spaltet die Persönlichkeiten. Deshalb bist du ich und ich du. Und nun musst du meine Seele zerstören, um zurückzukehren? Mensch, dieser Körper ist ja doch nicht so blöd, wie er aussieht. Ich dachte, du bringst dich irgendwann selber um. Denkst du, dass diese Kopfschmerzen von alleine gekommen sind? Nein. Verdammt, wie bist du? Du hättest mich ausschalten sollen, als du genug Zeit hättest. Oh. Und wie kommt der? Wer ist das? Du erkennst ihn nicht? Die Hose, die Haare, das bist du. Du selber bist das. Wie kann das... Der Dämon hat dich in 3 Persönlichkeiten aufgeteilt. Deine böse Seite kennst du ja. Sie hat es geschafft, mich aus dem Apartment zu vertreiben. Dann hast du die ganzen Nachrichten geschrieben? Beziehungsweise ich habe sie mir geschrieben? Ich werde nun zurück in den alten Körper gehen. Das kannst du nicht machen. Stell dir doch einmal vor, ich gehe heim. Vielleicht kann ich dich nicht hindern, aber ich werde mich töten. Was? Niemand wird hier sterben. Ich werde gehen, egal wie. Oh, sieht alles wieder normal aus. Gott sei Dank. Dann gehen wir mal zum Telefon.
Ich bin jetzt zu Hause. Okay. Ein Spiel von Sascha Burgdorf. Zusammenarbeit mit Dominik Preuße. Ein Geschenk an Kim Papendorf zum 18. Geburtstag. Alles Gute. Ja, wolltet ihr nicht auch immer schon mal zum 18. Geburtstag so ein tolles Spiel bekommen? Das geheime Fenster, die neuen Pforten, Silent Hill Room. Mhm. Ja. Da finde ich auch sehr gut, dass das dann da steht. Also wenn man sich so ein bisschen für die Geschichte halt interessiert, dann hat man da nochmal so ein bisschen, wo man halt Ähnliches findet, sage ich jetzt mal. Also ich habe alles, also Silent Hill 4 habe ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich hatte einen kompletten Walkthrough gesehen und ein Let's Play angefangen geguckt von Tempin Master damals. Aber da war das Problem, dass dann, ich glaube, aufgrund der Musik hat halt wieder irgendwie, ja, kam dann, hat dann die GEMA wieder irgendwelche Videos gesperrt oder so. Und das hat mich dann in dem Moment zu sehr frustriert und dann habe ich irgendwie da aufgehört. Ich hatte es damals auch nicht ganz verstanden. Das geheime Fenster und die neuen Pforten habe ich auch gesehen. Aber an die neuen Pforten kann ich mich kaum mehr erinnern. Und das geheime Fenster war ziemlich gut, ja. Also den kann ich jedem empfehlen als Film. Fotofilter, das benutze ich auch. Ja, also sehr gutes Spiel. Ich muss allerdings sagen, ich habe jetzt von der Story her noch nicht alles mitbekommen, weil ich jetzt einfach zu sehr damit beschäftigt war, alles auch vorzulesen. Das muss ich mir jetzt nochmal in Ruhe angucken, wie das alles zusammenhing. Aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne Auflösung, glaube ich. Und ja, dass das halt, also wie das dann im Endeffekt alles zusammenhing, war eigentlich echt gut gemacht. Nur halt, ja, was halt einfach nervig war, war die Tatsache, dass, ja, dass die Texte manchmal so ein bisschen schwer zu lesen waren, in dem Sinne, dass da irgendwelche Buchstaben fehlplatziert waren. Oder dass dann halt der Text einfach durchgerattert ist oder man manche Notizen nicht mehr aufrufen konnte. Das war schon ziemlich nervig, weil so hatte man das, weiß ich nicht, wenn man das jetzt zum Beispiel irgendwie nicht an einem Stück spielt, dann hat man das Problem, dass man sich ja an die ersten Notizen, zumindest an den Wortlaut, ja nicht mehr erinnert. Und manchmal ist ja der Wortlaut gerade für irgendwelche Rätsel halt wichtig. Und ich hätte es eigentlich ziemlich cool gefunden, dass sie die, also wenn sie die Reihenfolge der Bücher nochmal irgendwie aufgegriffen hätten. Also, ja. Aber ansonsten, sehr schönes Spiel. Ich hatte jetzt hier meinen Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich werde euch im Intro auf jeden Fall den Link da lassen, wo ihr dann halt selber auf der Seite das Spiel runterladen könnt und selber spielen könnt. Wenn ihr das jetzt noch möchtet nach dem Let's Play, ich habe ja halt sehr oft das Problem, dass ich einfach gerade nach solchen kurzen Spielen, dann ja, dann ist ja schon alles gespoilert und dann hat man irgendwie nicht mehr so richtig die Lust, das selber dann nochmal zu spielen. Ja, aber das überlasse ich euch. Ich meine, ihr müsst es ja jetzt auch nicht gleich spielen, ihr könnt es auch erst in einem Jahr spielen. Halloween beispielsweise dann wieder. Macht sich bestimmt gut als Anlass und ja, dann hat man ja vielleicht schon wieder einen Großteil vergessen. Ich meine, ja, von dem Let's Play Video, von dem ersten, was ich gesehen habe, wusste ich ja auch nur noch einen Bruchteil. So geht das dann halt. Okay, also vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns ja vielleicht bei einem anderen Let's Play von mir. Bis dahin, macht's gut!